In der Dunkelheit des Lebens sieht man seine besten Freunde. Mit Geld kann man seine Lage verbessern, aber nicht seinen Charakter. Gib dich nicht so, wie du sein willst, sei wie du bist. Es gibt keine Zeit ohne Kummer und Leid. Es gibt aber auch Ecken, wo Freude und Glück sich verstecken. Freundschaft braucht keine Erklärung. Wir besitzen die Welt, aber sie gehört uns nicht. Die Menschen sollten weniger übereinander reden, sondern miteinander sprechen. Hass ist ein Eingeständnis für Unterlegenheit. Kriege sind der Beweis menschlicher Dummheit. Manche Leute reden sich Sorgen ein, die sie gar nicht haben. Wenn Worte schon Taten wären, würde es ziemlich still werden auf der Welt. Der Text kommt von der Regierung, die Melodie vom Volk. Das Gute an der Dummheit ist, dass man sie nicht lernen muss. Für unseren Lebensweg ist uns nicht die Richtung vorgeschrieben, nur die Länge. Wir sind nicht die Besten auf diesem Planeten, sondern die Lautesten. Menschen, die nachtragen, haben viel zu schleppen. Die Gegenwart trägt keine Verantwortung für die Vergangenheit. Wer am Leben keine Freude findet, der hat nicht danach gesucht. Ein Volk braucht keine Lehrmeister, sondern Vorbilder. Wenn Geld die Welt regiert, sind die Regierungen nur Handlanger. Den Weg können dir andere ebnen, gehen musst du selbst. Wer jeder Werbung glaubt, wird ausgeraubt. Wir sollten nicht nach Feinden suchen, sondern nach Mitmenschen. Wer Zeit verloren hat, braucht nicht danach zu suchen. Menschen, die aufeinander einreden, denken aneinander vorbei. Mit zu wenig Geld haben die Menschen ein Problem, mit zu viel Geld auch. Alles anders zu machen, ist auch nicht richtig. Argumente brauchen keine Lautstärke. Wer länger leben will, muss länger leiden können. Manche Lösungen bringen uns neue Probleme. Wer kein Ziel hat, kann keine Richtung finden.
würden wir alles so machen, wie wir es sagen, wenn wir es könnten? Schenkt den Alten etwas Zeit in Mitgefühl und Menschlichkeit. Auch an Leidenswegen stehen Brücken. Wir müssen aufpassen, dass wir durch das Fernsehen nicht kurzsichtig werden. Meistens ist die Ungeduld an unserer Eile schuld. Unser wertvollstes Vermögen ist unser Denkvermögen. Das Leben wird uns geschenkt, alles andere müssen wir verdienen. Der Tod hat das vollständigste Adressbuch. Was nicht gut ist, das muss nicht schlecht sein. Wenn die Gefühle davon schwimmen, sind die Ufer fern. Die Helden des Alltags tragen keine Orden. Nicht jeder Politiker verdient sein Volk. Wenn wir besser zuhören, können wir vieles besser verstehen. Der Glaube ist etwas sehr Persönliches, der Unglaube mehr allgemein. Der Mensch ist nicht zur Macht gemacht, sondern zum Dasein da. Die blumigen Worte der Werbung machen Gras zu Rosen. Viele Lösungen bringen neue Probleme. Auch bei Reichen gibt es Unvermögen. Das exportierte Wissen von heute sind die importierten Waren von morgen. Du musst deine Mitmenschen nicht lieben, es genügt, wenn du sie magst. In der Politik trifft manche Kritik auf keine Meinung. Böse Menschen werden nicht geboren, sondern gemacht.